Hi, ja, es ist soweit. Potsdam, 9. September 2022. Feno macht sich auf den Weg, das bin ich, nach Wuppertal. Da findet morgen der Mammutmarsch NRW statt, 100 Kilometer in 24 Stunden. Ich reise heute schon an, hatte eigentlich eine andere Verbindung rausgesucht, aber da in Köln jetzt ein Stellwerk irgendwie ausgefallen ist, ja, wurde ich umgebucht und muss jetzt leider Gottes mit dem ICE vom Potsdam Hauptbahnhof direkt nach Wuppertal fahren. Freue ich mich ein bisschen drauf. Bin ich anderthalb Stunden früher in Wuppertal, kann mich dann ein bisschen organisieren. Ja, und melde mich natürlich wie immer zwischendurch. Let's fetz! Morgen, ja, kurz vor 7 in Wuppertal. Uiuiui, wartet eine Nacht. Aber gut, jetzt geht's zum Frühstück. Dann werde ich gucken, ob ich nochmal, ja, vielleicht ein Stückchen schlafen kann. Und dann mache ich mich fertig. Ja, und dann geht's los. Dann gehe ich zum Start, Nordbahntrasse. Und dann geht's um 13 Uhr auf die 100 Kilometer. Wuppertal, 10. September, 10 Uhr morgens. Ja, wenn ihr sehen könnt, ich liege hier noch mal ein bisschen auf dem Hotelboden, habe die Füße noch mal ein bisschen hochgelegt, dass die sich noch ein bisschen entspannen. Ja, und dann bereite ich mich bald vor. Ziehe mich ordentlich an, werde meine schwierigen Stellen behandeln im Vorfeld. Und dann laufe ich Richtung Hauptbahnhof und werde mir da noch eine Kleinigkeit zur Verpflegung holen. Und dann fahre ich mit der Schwebebahn zur Nordtrasse, zum Start der 100 Kilometer. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden und freue mich, dass ihr dabei seid, ja? Bis dann. Jawohl, los geht's, Stunde noch. Und wie ihr es mitkriegt, es regnet wie Sau. Richtig gut, freue ich mich. Naja, werden wir sehen. Gut, jetzt gucke ich mal, wie ich zur Schwebebahn komme. Und mal gucken, was das für ein Erlebnis wird, wa? Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Wuppertaler Schwebebahn erreicht und nehme euch mal ein Stück mit hier auf der Fahrt. Die Schwebebahn ist am 1. März 1901 eröffnet worden und steht seit 1997 unter Denkmalschutz und ist das Wahrzeichen der Stadt Wuppertal. Ja, die Streckenlänge beträgt hier 13,3 Kilometer und verbindet die Bahnhöfe Vohwinkel und Oberbarmen. Wie gesagt, heute ist mal ein Erlebnis, ist mal was anderes, außer die Straßenbahn bei uns oder S-Bahn, wie man das hier kennt. Na? Wenn ihr in Wuppertal seid, macht das auf jeden Fall mit. Guckt euch das mal an, ey. Das ist eine Steigerung jetzt schon. Und ich bin noch nicht mal beim Check-in. Richtig gut, bin aber auf dem Weg dahin. Alter Schwede, ist das geil! Wetter sag ich euch, Wuppertal. Richtig gut, schade!
So, die ersten 10 Kilometer geschafft. Laut meinem Tracker das ist natürlich schon wieder fast 11,5. Aber liegt auch daran, dass ein großer Teil in der Gruppe vorhin falsch gelaufen ist. Und was ein echtes Mammut ist, läuft natürlich hinterher und läuft ebenso falsch. Egal. Noch geht's mir gut. Gerade hat es mal aufgehört zu regnen. Und ja, ihr kennt den Spruch. Nur noch 90, wa? Bis gleich. Richtig gut. 15 Kilometer rum ungefähr. Also mein Tracker zeigt natürlich mehr an. Aber ich denke, so bei 15 sollten wir jetzt sein. Eben sind wir schön an so einem Acker lang gelaufen. Und wie ihr mitgekriegt habt, regnet es hier ein bisschen im Wuppertal seit 3-4 Tagen. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Raschur gerade gesehen habt. Also das ist ein Hammer. Schlammwüste, ja. Richtig gut. Jetzt gehen wir hier schön durch den Wald. Gefällt mir. Je nachdem, wie viele Kilometer wir gerade hinter uns haben oder ich, müsste dann, ne, ihr merkt schon, meine Pumpe geht dann schön. Das liegt daran, dass hier oben ein bisschen hügelig ist. Jedenfalls müsste so in 2-3 Kilometer der erste VP kommen. Und ich denke, dass ich den auslassen werde. Ne? Alles klar, meine Lieben. Den läuft weiter. Guckt euch das mal an. Schön, oder? Hier echt steil hoch, steil runter. Ihr müsst ja echt alles aufpassen. Das ist ja ganz anders als in Leipzig oder in Berlin. Ja. Wie versprochen, VP1 hinter mir gelassen, ja, nicht erst angelaufen. Das soll ich sowieso noch runterfliegen, Alter. Ich sag euch, es ist ganz schön bergig hier. Nicht zu viel versprochen mit den Höhenmetern, ja, aber egal. Gewöhnt man sich dann auch dran, denke ich. Gut, Freunde. Kino läuft weiter. Leute, das ist kein Schauspiel. Mir geht wirklich die Pumpe wie so. Hier ist echt richtig steil hoch. Aber gut. Hui. Tolle. Das ist wirklich toll. Aber hey. Vielleicht habe ich ein Stück geschafft. Dann kann ich mich kurz ausruhen. Und dann geht's weiter. Yay. Leute. Bin ich gerade am Berg hochgelaufen. Hui. Also ich war kurz vor Kotzgrenze, kann man das so sagen? Ja, gut, ja. Jetzt geht es mal wieder ein Stück bergab. Ich war vorhin mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Boah. Die sind wahrscheinlich schon im Ziel. Nee, ich habe gerade ein bisschen Kreislauf. Aber geht, wa? Muss ich mich nur wieder ein bisschen runterfahren, aufhören zu schwitzen und dann wieder an dem Mammutmarsch hier teilnehmen, weil das war eben mehr als eine Qual. Gut, du wisst ja Bescheid, wa? Uiuiui. Ist jetzt 18 Uhr und müsste jetzt so um die 25 Kilometer rum haben, vielleicht 26. Schauen wir mal, wa? Gut, bis dann, Leute. So, ihr Lieben, guck mal hier, den André getroffen. Der hat sich schon meine beiden Videos angeschaut. Selbstverständlich. Richtig. Die sind ja auch richtig gut. Müsst ihr unbedingt machen, falls ihr die noch nicht geguckt habt. Dankeschön. Kann ich nur empfehlen. André läuft heute hier auf Zeit, hat er gesagt. Das ist gar nicht meins. Ja, André ist aus Peine angereist. Wir hatten Braunschweig gespielt heute, André. 1-1. Na ja, ja. Zufrieden? Ja, hätte schlimmer kommen können. Das ist richtig. Gegen Hannover, ja, sind wir zufrieden. Wir sammeln Punkte, jeder Punkt ist wichtig. Ne? Richtig.
So, genau. Gut, André, dann freut mich, dass wir uns getroffen haben. Ja. Mal gucken, wie lange wir noch zusammenlaufen. Ja. Werden wir sehen. Nicht mehr so lange wahrscheinlich, aber. Richtig, ist alles gut. Ein paar Minuten machen wir. Genau, alles klar, mein Lieber. Dann wünsche ich dir einen guten Marsch. Jawohl, ich dir auch sehr Dankeschön. Gut. Halt durch. Ich danke. Ich glaube, dass du schaffst, ja. Dankeschön, André. Ich habe jetzt mal eine Weile Musik gehört. War gut, ey, war gut. Hat mich ordentlich gepusht. Jetzt dürften es nur noch wenige Kilometer sein bis zur VP2. Muss mal gucken. Also irgendwie geht's mir gut, ja. Aber ich will trotzdem einen Sockenwechsel vornehmen. Die Schuhe kurz ein bisschen auslüften, die Füße ein bisschen trocken machen. Nochmal einkleben mit Hirschteig. Und dann nochmal frische Socken anziehen. Ja, ihr seht schon, wie ich hier runterlaufe. Das ist hier wirklich... Boah! Aber gut! Heißt ja nicht umsonst Endgegner, das Ding, wa? Also, ich mach weiter, bis später. Guckt euch wieder an. Wasser! Da fällt mir glatt das Ding ein. Was stellt man sich unter einer Hängebrücke vor? Ja? Wasser. Oh Mann, ja, 20 Uhr, läuft immer noch. Guckt euch mal die Umgebung an, kann man machen, ja? So Leute, bin schon wieder aus dem Puste, geht hier ordentlich den Berg hoch, Wahnsinn, Alter, ich war jetzt bei Versorgungspunkt 2 und jetzt muss ich hier weiterlaufen, das ist ein Knaller, mal gucken, wo es hier angeht, Wahnsinn. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hier richtig sehen könnt. Ich gehe gerade einen Berg runter und überall sind so eine kleine Gräben durch das Wasser. Und das ist auch immer so einfach hier lang zu machen. Völlig dunkel. Aber was so was Geiles. Oh ja. Leute, ich mache nochmal ein Video hier aus dem Wald. Ohne mein Face. 40 Kilometer Marke erreicht. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe mir tatsächlich etwas angenehmer vorgestellt. Ja. Puh. Also zerrt man schon. Zerrt. Vielleicht auch das Wetter. Vielleicht auch diese Höhenmeter hier. Es ist wirklich ein absoluter Hammer. Heißt ja nicht umsonst entgegen. Gut, wie gesagt, Leute, 40 Kilometer sind rum. Jetzt ist es ca. 21:30 Uhr. Ich habe jetzt sicherlich an dem VP2 ein bisschen Zeit verloren. Oder auch nicht. Werden wir alle sehen. Ja. Schauen wir mal. Wie weit mich hier das alles noch trägt. Sieht das auch da unten müssen auch hier. Sieht er wahrscheinlich nicht wegen dem ganzen Wetter. Ja, geil. Wir gucken jetzt hier. Ich werde ganz kurz mal die Kamera drauf halten. Hier geht es jetzt wieder steil runter. Und so ist es hier die ganze Zeit. Ja. Gut, Leute, ich mach weiter. Ich muss mich vielleicht mal festhalten. Bis dann. Kilometer, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Egal, weiter geht's. Schön alleine. Alter. Ein Bergab ist richtig geil. Gut.
So Leute, VP3, kurz vor 60 Kilometer. Ja, bin gut angekommen. Füße erstmal hoch. Ich habe richtig geile Socken, Leute. Ich habe noch keine Blase. Ja, jetzt habe ich mir erstmal eine Cola geholt. Jetzt warte ich hier mal einen Moment. Es sind ein paar Leute da. Ein paar geben leider schon auf. Ich habe hier auch ordentlich zu kämpfen, aber ich bin ja nicht aus Potsdam hergefahren, um frühzeitig Feierabend zu machen. Leute, ich erhole mich jetzt noch ein bisschen, wollte euch nur mal auf dem Laufenden halten. Schön, dass ihr alle dabei seid, ja? Adios. Morgens 6:30 auf dem Berg. Alter, immer noch dunkel. Ist ein Wahnsinn. So die Schnauze voll. Aber ja, weiter geht's. Weiter geht's hier. Mammutmarsch, der Uwe. Genau. Der hat gerade Vater, wenn mir die Cola auffüllt, hat er mir gerne eine neue Pulle gegeben. Wird nächste Woche veröffentlicht, Uwe, musst du durch. Ich hoffe, du bist nicht krankgeschrieben. Oh. Guten Morgen nach Porterode. Ja, Feno hier irgendwo in der Middle of Nowhere. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Geht schon wieder die Treppe runter. Hammer, hammerhart. War jetzt gerade beim letzten Versorgungspunkt. Und wir haben jetzt noch so 20, 21 Kilometer vor uns. Das ist übrigens ein Privatvideo, ja, für dich und deine Mama. Also bestell Oma einen schönen Gruß. Bis dann und schön, dass ihr da alle so mitfiebert. Ich glaube, das hilft mir hier auch ganz doll, ja. Gut, wir Wähnchen. Dankeschön, ja, bis dann. Irgendwann tut es nicht mehr weh. Die spinnen doch die Typen. Jetzt fängt es richtig an, noch 20 Kilometer, Leute. Rock'n'Roll. Das ist ein Hammer, Freunde. Ich bin nur am Pumpen. Die ganze Zeit. Aber ja. 85 Kilometer, gleich geschafft. 15 haben wir noch. Puh. Füße tun weh wie Sau. Bisschen Knie habe ich. Aber egal. Egal. Gemacht ist gemacht. Ich komme doch nicht aus Potsdam hierher, um das Ding nicht zu machen. Guten Morgen, Freunde. Hammer. Sind jetzt hier, ja, vielleicht Kilometer 85 schon vorbei. Quasi noch 15 Kilometer. Seit ungefähr Kilometer 65 begleitet mich der Marc, der jetzt gleich ins Bild kommt. Da ist er auch schon. Marc, du kommst aus Wuppertal, richtig? Richtig, ja. Du bist genauso alt wie ich, das hat er jetzt nicht nennen dürfen. Richtig? Richtig. Und Marc, das ist deine dritte Teilnahme hier am Endgegner. Auch richtig. Wie hast du denn die ersten beiden abgeschnitten? Erfolgreich. Gut. Ja. Die Zeiten sind? Der erste bei 20,45 und der zweite bei 20,15. Respekt. Ja. Das werden wir da wahrscheinlich heute nicht schaffen, weil ich Nein. sehr langsam bin und du mich hier über die Berge ziehst. Ein bisschen. Richtig. Nein. Wir werden nachher nochmal kurz hier zu uns ins Studio rüberschießen und melden uns dann auf jeden Fall nochmal. Und ich hoffe, wir trinken nachher noch zusammen das Finisher-Bier. Ja, hoffe ich auch. Na, meine ich doch. Kilometer, Leute. Ich bin völlig im Arsch. Aber hey, so what? So Leute, ich hab's geschafft. 100 Kilometer in unter 24 Stunden. Super. Kann sein, dass ich gleich... 23. Dankeschön. Kann sein, dass ich gleich richtig emotional werde. Aber ist mir egal. Ist mir richtig egal. Mir tut alles weh. Scheiß drauf. Alter, gleich haben wir das Ziel geschafft.
Samstag. Guck mal hier, Support überall. Richtig geil. Ich gehe völlig am Heulen und die klatschen trotzdem. Geil. Guck dir das an. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt geht's ins Ziel. Guckt euch das mal an. Guck mal hier. Der Marc ist auch noch da. Richtig fett. Ich bin so emotional gerade, Marc. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. War gut gemacht. Ja. So, Leute. Gut, völlig fertig. Dankeschön. Guckt euch das mal an. Ist das geil? Ey. Da macht man gerne die 100 Kilometer. Was? Was? Guck mal, Leute. Marc hat es geschafft und ich. Es war legendär. Ich bin so froh, dass Marc da war von Kilometer 65 bis vorhin. Richtig geil. Gut gemacht. Super. Gratuliere. Gratuliere dir, Marc. Dankeschön. Ja, heute Wuppertal gerockt. War richtig gut. Wie bitte? NRW, 100 Kilometer. Der Endgegner. Nie von ihr gehört. Ja, liebe Leute. Jetzt sitze ich am Bahnhof. Das Abenteuer Wuppertal neigt sich dem Ende. Der Tag danach. Eieiei. Bewegungseingeschränkt hat einen neuen Namen. Wahnsinn, mir tut wirklich alles weh. Aber gut, wie gesagt, ich habe gefinisht, ich bin so überglücklich, freut mich echt riesig auf dem Weg zum Bahnhof. Ja, auch noch ein paar andere Mammuts getroffen, Volunteers, Wahnsinn. Das ist wie eine große Familie. Entweder man erkennt sich an den Merchandise-Artikeln oder einfach nur am Gang, am Laufen. Hammer, ist das alles so herzlich und ich freue mich auf die nächsten Events. Hammerhart. Wie gesagt, jetzt warte ich auf meinen Zug. Der geht dann Viertel eins nach Berlin. Und dann geht es ab nach Hause und ich glaube, ich gehe erstmal in die Badewanne. Freunde, was für ein Abenteuer. Weltklasse. Dankeschön. Dankeschön. Oh ja. Ein dickes Dankeschön. Darf zum Schluss natürlich niemals fehlen. Und ja, ich fange mit meiner Danksagung an, natürlich erstmal bei all meinen Freunden, die mich auf allen Kanälen mit Motivations- und Durchhalteparolen ja, am Laufen gehalten haben, kann man das so sagen? Ich denke ja. Dann natürlich auch ja, ganz besonders an Marc. Wie gesagt, 35 Kilometer bist du mit mir mitgelaufen und war echt Weltklasse. Ich weiß nicht, ob ich ins Finish gekommen wäre, hättest du mich nicht so über die Berge gezogen. Recht herzlichen Dank, Marc. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn du hier in der Nähe bist. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich natürlich, ja. Ja, dann natürlich auch an die Mammuts, die ich unterwegs getroffen habe. Den André, der auch schon meine anderen beiden Videos geguckt hat von Mammutmarsch Berlin und Leipzig. Liebe Grüße auch an dich, André. Und natürlich auch an die Kerstin, die ich unterwegs getroffen habe. Und ich glaube, sie hat mir schon versprochen, dass wir uns auch in Berlin sehen. Freue ich mich drauf auf euch. Ja, dann natürlich ganz wichtig an das ganze Mammutmarsch-Team und natürlich auch an ihre Unterstützer. Das war wirklich ein atemberaubendes Event an allen VPs, die herzlichen Gesichter, die Empfänge. Das war wirklich einfach nur wunderbar. Hat mich auch riesig gefreut, am Tag meiner Abreise noch die Mandy und die Nadine kennenzulernen. Auch an euch beide ganz, ganz liebe Grüße. Wir haben uns ja schon vernetzwerkt, sagt man das so. Und auch natürlich freue ich mich riesig, euch am 5. November in Berlin zu sehen. Ja, was mir noch sehr am Herzen liegt, dass ich natürlich auch die Physiotherapiepraxis Tim Gerhardt hier in Potsdam grüße und mich auch bei euch bedanke und das gesamte Team. Ihr habt wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich hier für diesen 100 Kilometer Mammutmarsch in Wuppertal ja, zurechtzuflicken. Vielen Dank, ich kann auch nur jeden Potsdamer oder aus der Umgebung empfehlen, wenn ihr eine Physiotherapiepraxis sucht. Wendet euch an Tim Gerhardt, der hat zwei Praxen, einmal im Försterweg und einmal in der Großbernstraße. Die
Die verstehen wirklich was vom Fach und sind super lieb, super nett. Einfach nur Weltklasse. Ja, natürlich bedanke ich mich auch bei meiner gesamten Familie, die mich auch ja, während des Marsches am Telefon unterstützt haben, mich nachts um 3:30 angerufen haben, ob ich noch unterwegs bin. Danke, Mutti. Ja, und natürlich meine Perle, die ja auch einige Meter gefühlt oder Kilometer mitgelaufen ist, also sie natürlich am Telefon bei uns zu Hause und die mir kurz vor dem Ziel auch nochmal richtig Mut gemacht hat, als ich mehr als 10 Tränen nah war, wie ihr sicherlich auch gesehen habt. Vielen, vielen Dank an euch alle. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, euch kennengelernt zu haben und eure Motivationen entgegengenommen zu haben. Es war einfach nur super schön. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen dieses Videos und freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir dann einen Daumen nach oben da lassen könnt, möcht, wollt, wie sagt man das am besten? Ja, ihr wisst schon. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, etc. pp., schreibt es in die Kommentare, ich freue mich. Ja, und wie ihr sicherlich auch gesehen habt, das nächste Video wird dann im November folgen. Spätestens natürlich. Alles Liebe und ganz wichtig, mammutmäßige Grüße, euer Feno.